Ja, wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Gespräch mit einem Freund, mit dem zauberhaften Kurt Tepperwein. Guten Morgen, lieber Kurt. Einen wunderschönen guten Morgen, Sami, und alle, die zuhören, eine gute Zeit und ich freue mich auf unser interessantes Thema. Ja, heute haben wir für euch das alles entscheidende Thema konfliktfrei leben. Das führt natürlich auch zur Vollendung des Seins. Lieber Kurt, wie wären denn die ersten Schritte damit, die wir da vollziehen sollten? Ja, einfach, dass wir uns bewusst machen, Leben ist Harmonie. Und solange die nicht gestört wird, ist alles in Ordnung. Also machen wir uns auch bewusst, sie sind von ihrem wahren Wesen her vollkommen. Also ist alles Unvollkommene unnatürlich und falsch. Und schafft erst die ganzen menschlichen Probleme wie Krankheit, Mangel, Leid und natürlich auch Konflikte. Und das nicht nur im Gesundheitsbereich oder in einem Bereich, sondern in allen Bereichen ihrer Beziehung, in ihrem Beruf, in ihrer finanziellen Situation, in ihrem Erfolg, ihr Glück. Also überall sollten wir Probleme und Konflikte vermeiden. Aber dazu müssen wir uns mal bewusst machen, wodurch entsteht eigentlich ein Konflikt? Der Verstand denkt, ja, da gibt es Konfliktsituationen immer wieder mal im Leben. Und wenn man genauer hinschaut, sieht man, gibt es nicht. Es gibt keine Konfliktsituation. Alles, was geschieht, ist vollkommen neutral. Das ist so, das ist so und das ist so. Ein Konflikt entsteht immer erst durch die Beurteilung des Verstandes. Also es gibt keine Konfliktsituation. Und in Wirklichkeit ist alles eine interessante Aufgabe und eine Chance zum Besseren. Allerdings kann natürlich Konflikt auch durch Stress entstehen. Und auch da meint der Verstand, ja, Stress kann man ja nun mal nicht vermeiden. Es gibt halt stressige Situationen im Leben, manchmal sogar ganz viele. Auch das gibt es nicht. Stress entsteht erst durch den Versuch in einer bestimmten Zeit, mehr zu erledigen, als in dieser Zeit möglich ist. Das kann zwar nicht gehen, wird aber immer wieder versucht, weil der Verstand sagt, das muss ja erledigt werden. Aber Stress wird zuverlässig vermieden, sobald Sie die Identifikation mit der Illusion des Ich beenden und leben als bewusster Beobachter. Denn damit kommen Sie sofort vom Denken zur Wahrnehmung und ins Jetzt und nehmen wahr, was jetzt zu tun ist. Und dann erleben Sie erstaunt, im Jetzt ist immer nur eine Sache zu tun. Und Stress kann überhaupt nie mehr entstehen. Ja, das ist wunderbar, sich das bewusst zu machen. Auch, dass das Leben von seiner Natur aus eigentlich vollkommene Harmonie ist, vollkommenes Gleichgewicht und nur wir es stören in der Illusion des Ich. Dieses konfliktfreie Leben eben sich bewusst zu machen, dass tatsächlich ein Konflikt immer einem Urteil vorausgeht, ein Urteil des Verstandes. Und das mit dem Stress kann man natürlich auch nicht oft genug sagen. Ja, also der überforderte Verstand, der noch unser Leben führt, dem wir das zumuten, anstatt in der Rundumwahrnehmung zu sein, dann kommt Stress ja nicht mehr vor. Ganz genau. Und wenn wir das uns durch die Macht der Wiederholung zur Gewohnheit machen, dann ist Stress nur noch eine ferne Erinnerung an die Zeit in der Illusion des Ich. Und Sie fragen sich vielleicht nur, warum habe ich mir das so lange vorenthalten? Warum habe ich es mir die ganze Zeit so schwer gemacht, wo es doch nur Vorteile hat? Denn Stress verursacht auch viele Krankheiten, macht vor der Zeit alt, krank, welk und hässlich. Dagegen ist ihr natürlicher Zustand eben die Harmonie und die Vollkommenheit und verzaubert ihr ganzes Leben. Und das ist das Beste, was sie für sich und die Welt tun können. Das heißt also, der Schritt in die Stressfreiheit ist ganz einfach. Schauen Sie einfach Ihrem Körper und Verstand beim Leben zu und erleben Sie sich als bewusster Beobachter. Und damit beenden Sie sofort und zuverlässig die Identifikation mit dem Körper, dem Verstand, der Persönlichkeit
Denn das, was Sie beobachten, das können Sie ja nicht sein. Sie sind der Beobachter, der Körper, Ihr Verstand ist der Beobachtete. Und so kommen Sie ganz von selbst, vom Denken zur Wahrnehmung und sind gleichzeitig im Jetzt. Denn wahrnehmen können Sie nur jetzt. Ja, also sobald ich lebe als bewusster Beobachter, geschehen diese Reihe von Wundern, wie du ja immer sagst. Der Beobachter nimmt wahr und schon bin ich also in der Wahrnehmung. Und ja, ich hatte kürzlich auch mal von einem netten Menschen gehört, dass für manche Menschen ist ja der Streit, der gehört zum Leben und die Konflikte sind so die Würze im Leben. Aber es ist eben auch tatsächlich, solange es noch stimmt auf dieser Entwicklungsstufe, ist es ja in Ordnung. Aber es ist natürlich auch ein Brandherd und stört unsere Entwicklung und das Gleichgewicht und die Harmonie. Also ich weiß, dass es anders geht. Ich bin jetzt mit meiner Lieblingsfrau fast 40 Jahre zusammen und außer in den ersten Monaten hatten wir nie wieder im Leben einen Streit. Aber anfangs dachten wir eben auch, dass man muss sich da auseinandersetzen, wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Und allein schon die Weisheit der Sprache sagt uns ja, wir sollten uns nicht auseinandersetzen, sondern wir sollten uns zusammensetzen und sehen, wie wir weise mit der Situation umgehen. Also, hier heißt weise mit der Situation umgehen, nehmen Sie von nun an ständig wahr als Beobachter, was jetzt zu tun ist und Stress kommt nie wieder vor. Und damit tun Sie gleich das Richtige und ersparen sich viele Umwege, Verluste, Enttäuschungen und Erfolg ist Ihr ständiger Begleiter. Und auch ein Konflikt ist einfach nicht mehr möglich. Und geben Sie am besten Ihrem Verstand einen neuen Bewertungsmaßstab. Und er urteilt dann nicht mehr danach, was für das Ego angenehm ist, sondern was hilfreich ist und was stimmt. Bewusstsein ist ständig in der Wahrnehmung und im Jetzt und nimmt wahr, was zu tun ist. Und plötzlich ist alles eine Chance zum Besseren und Konflikt ist nur noch eine ferne Erinnerung. Ja, und Konflikte entstehen natürlich auch durch die Meinung des Egos, ja, des Ego-Ichs. Da hast du ja mal so schön gesagt, eine Meinung hat nur ein Ich und die kann ja immer nur ein Ausschnitt aus der Ganzheit, aus der Vollkommenheit sein. Da hat einer die Meinung, der andere die Meinung. Das ist ja vollkommen in Ordnung, aber da gibt es gar keine wirkliche Lösung für. Ja. Ja, aber wenn ich nicht mehr mit meinem Körper und dem Verstand identifiziert bin, dann erlebe ich ja, als Bewusstsein habe ich keine Meinung. Ich habe auch keine Verwendung für eine Meinung, weil ich nehme ja wahr, was stimmt. Also wozu brauche ich eine Meinung? Eine Meinung kann richtig und falsch sein. Die Wahrnehmung kann nur richtig sein. Die Wahrnehmung stellt nur fest, was ist. Und dann erlebe ich das nächste Wunder, nämlich konfliktfrei zu sein in meiner Beziehung, in meiner Partnerschaft. Der Verstand hält das nicht für möglich. Der sagt, naja, eben, es ist ja ganz normal, dass man unterschiedlicher Meinung ist. Ja, das genau ist es. Es ist ganz normal, dass man unterschiedlicher Meinung ist. Und jetzt versucht der Verstand normalerweise, eine gemeinsame Meinung zu schaffen. Das heißt also meistens, den anderen von der eigenen Meinung zu überzeugen. Und das ist ein langwieriger Prozess und meistens gar nicht möglich. Und das sollte man einfach gar nicht mehr versuchen, sondern einfach von vornherein akzeptieren in einer Beziehung. Der andere erlebt das Leben ganz anders. Er ist vielleicht auch vom anderen Geschlecht wahrscheinlich und hat zwangsläufig aufgrund anderer Erfahrung eine andere Meinung. Und jetzt versuchen wir nicht mehr zu einer gemeinsamen Meinung zu kommen, sondern wir lassen einfach die andere Meinung des anderen frei im Raum stehen. Du bist dieser Meinung, ich bin der Meinung. Ah, ganz interessant, dann ist das noch eine Bereicherung, einmal mit den Augen des anderen die gleiche Situation zu sehen. Also ich fand es interessant zu sehen, ach, so kann man das auch sehen. Ja, lustig.
auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Ah, interessant. Und dann lassen wir einfach die unterschiedlichen Meinungen im Raum stehen. Und dann kommt der Verstand und sagt, ja, das geht aber nicht immer. Man muss ja da eine gemeinsame Lösung finden. Ganz genau. Also halten wir fest, du bist der Meinung, ich bin dieser Meinung. Und das ist aber unsere Aufgabe. Also was machen wir jetzt in der Situation? Und dann geschieht wieder ein Wunder. Dann erleben wir, ein Wir kann überhaupt nicht unterschiedlicher Meinung sein, sondern ein Wir hat eben eine bestimmte Sichtweise und wir machen die Dinge so, wir lösen die Aufgabe so und dann finden wir den dritten Weg. Das wäre dein Weg, das wäre mein Weg und das ist unser Weg. Und auf einmal ist es ganz einfach. Das heißt also, nicht mehr versuchen, den anderen zur eigenen Meinung zu bekehren oder auch nur eine gemeinsame Meinung zu finden, sondern eine gemeinsame Lösung, die Wir-Lösung. Ich nenne es den dritten Weg. Dein Weg, mein Weg und unser Weg. Und noch eine zweite Falle, nicht versuchen, einen Kompromiss zu finden. In unserer Gesellschaft gilt das Kompromissfähigkeit ja als Tugend. Für mich ist Kompromiss ein Schimpfwort. Ja, das darf überhaupt nicht vorkommen. Warum? In einer Diktatur bekommt wenigstens einer, was er will. Beim Kompromiss bekommt keiner, was er will. Jeder macht, eigentlich will ich das nicht, aber ich komme damit zurecht und das ist kein Leben. Das sollten wir uns nicht antun. Also versuchen wir nicht mehr einen Kompromiss zu finden, sondern nehmen einfach miteinander wahr, was jetzt die ideale Lösung ist. Und dann gehen wir unseren Weg und plötzlich ist auch unsere Beziehung vollkommen konfliktfrei. Und ich weiß, wovon ich spreche. Wie gesagt, seit 40 Jahren praktizieren wir das und es ist nie wieder ein Konflikt vorgekommen. Ja, das ist auch wieder wunderbar, sich bewusst zu machen, dass diese andere Meinung einfach eine Bereicherung ist und kein Problem. Also die Welt mit den Augen des anderen zu sehen, wie du gesagt hast, ist einfach eine Bereicherung des Lebens. Und sobald wir aus diesem Ich und Du ein Wir gemacht haben und gemeinsam wahrnehmen, gibt es da ja keine Basis mehr für Konflikt. Wunderbar. Und unser Umgang mit einer Konfliktsituation entscheidet auch unsere Gesundheit, unseren Erfolg, unseren Wohlstand und unser Glück. Wenn Sie keinen Konflikt mehr erleben, entsteht keine Disharmonie mehr und der Körper hat keinen Grund, Ihnen eine Botschaft zu schicken über ein Symptom und Krankheit als Lehrer wird nicht mehr gebraucht und verschwindet unmerklich aus Ihrem Leben. Aber auch aus ihrer Beziehung, aus ihrer Tätigkeit, aus ihrer wirtschaftlichen Situation. Und Heilung geschieht auf allen Ebenen. Und sie erkennen plötzlich, alles, was geschieht, ist in Wirklichkeit eine Chance zu einem Entwicklungsschritt auf dem Weg zu mir selbst. Also seien Sie ab sofort vollkommen einverstanden mit dem, was geschieht. Denn Sie haben es verursacht, meistens unbewusst durch Ihr So-Sein. Und nur Sie können es jederzeit ändern. Das heißt, fangen Sie an, Ihr Leben wirklich zu führen und bewusst zu bestimmen, was geschieht. Das heißt also, nicht das, was geschieht, bestimmt unser Leben, sondern unser Umgang damit. Und das hängt davon ab, als wer Sie leben. Also machen Sie sich noch einmal bewusst, als wer lebe ich eigentlich? Erlebe ich mich als Mensch, wie die meisten? Ja, dann verursache ich damit die ganzen menschlichen Probleme. Wenn ich mich aber erlebe als der, der ich wirklich bin, als reine Energie, als reine Existenz, als Bewusstsein, dann erkenne ich, da ist gar kein Problem, da ist gar nichts zu lösen,
alles ist eine interessante Aufgabe und alles, was geschieht, ist immer eine Chance zum Besseren. Ja, das kann man auch nicht oft genug sagen, dass wenn wir keinen Konflikt mehr erleben, dass keine Disharmonie im Körper entsteht, also auch kein Symptom, denn jedes Symptom entsteht aus einer Disharmonie, also jede Krankheit kommt aus der Illusion des Ich, aus dem Ego und natürlich auch, dass Heilung auf allen Ebenen geschieht, wie du sagst, auch auf wirtschaftlicher Ebene und auch, dass man wirklich vollkommen einverstanden sein sollte mit allem, was geschieht, denn wir sind ja immer die Ursache, das ist ja immer unser So-Sein. Der Mensch spielt ja verkehrte Welt und ist dann nicht einverstanden mit Umständen und ist sich nicht bewusst, dass er sie ja verursacht hat. Da können wir ja nur einverstanden sein in Wirklichkeit. Ja, da kommt gerne der Verstand und sagt, ja, wenn was so richtig unangenehm ist, da kann ich ja nicht mit einverstanden sein. Nein, aber ich kann es ändern. Ich sollte nicht dagegen sein, sondern es gibt da nur noch zwei Möglichkeiten, wenn ich bei Bewusstsein bin. Entweder das, was geschieht, stimmt, dann lehne ich mich zurück und genieße es. Oder es stimmt nicht, dann sage ich, nee, so nicht. Wie wäre es denn ideal und was ist dafür zu tun? Und dann tue ich das Notwendige und ändere mein Leben. Und dann bin ich ein bewusster Zukunftsdesigner, ein Lebensarchitekt und gestalte wirklich bewusst mein Leben. Und damit können in Zukunft keine Konflikte mehr entstehen, weil ich einfach wahrnehme, was jetzt zu tun ist und tue gleich das Richtige. Und Krankheit, Mangel und Leid verschwinden aus meinem Leben und ich trete ein in das faszinierende Abenteuer meines wahren Lebens. Und wenn ich will, beginnt es genau in diesem Augenblick jetzt. Ja, wunderbar. Das ist wirklich die Rezeptur für ein konfliktfreies Leben und wir können jederzeit starten. Alles, was wir haben, haben wir direkt bei uns. Genau. Und zum konfliktfreien Leben gehört auch, die Vergangenheit zu heilen. Seine Kindheit. Die meisten Menschen schleppen nämlich eine schwere Vergangenheit, eine belastende Kindheit mit sich herum und sagen, das kann man ja nun mal nicht ändern, das ist ja passiert, das ist ja eine Tatsache. Und da sollten wir uns bewusst machen, das, was belastet, ist nicht das, was geschehen ist. Denn das Ereignis ist ja sowieso vorbei, das ist ja längst Vergangenheit. Was heute noch wirkt, ist mein Urteil von damals, mein Nicht-Einverstanden-Sein, mein Widerstand dagegen. Und diese Energie, die wirkt heute noch und die wirkt, solange sie existiert. Energie kann nicht aufhören zu wirken. Energie wirkt immer. Aber, und da geschieht wieder das Wunder, ich kann sie jederzeit umwandeln. Ich kann diese Energie nehmen und umwandeln. Machen wir das auch gerade mal bewusst. Nehmen Sie mal irgendein Ereignis aus Ihrer Vergangenheit, was Sie möglicherweise belastet oder aus Ihrer Kindheit. Und jetzt, nächster Schritt, stellen Sie sich vor, wie wäre das denn ideal gewesen damals? Und da kommt wieder der Verstand, sagt, ja, ich kann das ja nicht ändern, was passiert ist. Das brauchen Sie auch nicht. Sie ändern die Energie. Denn was wirkt, ist nur die Energie, nicht das Ereignis. Das Ereignis ist völlig neutral. Außerdem ist das sowieso Vergangenheit. So, und jetzt erleben Sie diese Situation der Vergangenheit, wie sie ideal gewesen wäre. Und verbinden das mit einem starken Gefühl der Freude, der Erleichterung und vor allem der Dankbarkeit. Denn Ihre gefühlte Dankbarkeit verursacht das, wofür Sie dankbar sind. So, das heißt also, jetzt haben Sie gerade ein Ereignis Ihrer Vergangenheit energetisch in sein Ideal gewandelt. Und das machen Sie nach und nach mit allen Ereignissen der Vergangenheit und Ihrer Kindheit und verursachen so energetisch eine ideale, glückliche Vergangenheit und Kindheit. Und plötzlich ist die ganze Belastung aus der Vergangenheit weg. Und allein das verändert, verzaubert Ihr ganzes Leben. Denn das Ereignis ist ja ohnehin vorbei. Was heute noch belastet, ist also nur die Energie. Aber kommen Sie dabei
von der bloßen Vorstellung zur lebendigen Erfahrung der idealen Situation. Was ist der Unterschied? Die Vorstellung ist neutral, die hat keine Energie. Da, die steht einfach da vorne, das ist ein Bild. Das bewirkt gar nichts. Ja? Lebendige Erfahrung ist, wenn ich in diese Vorstellung hineingehe, mich in der Vorstellung erlebe und fühle, wie sich das anfühlt, also die Energie fühle, das ist eine lebendige Erfahrung. Also kommen Sie immer von der bloßen Vorstellung, die nichts bewirkt, zur lebendigen Erfahrung der idealen Situation und wandeln Sie so alle Ereignisse der Vergangenheit und der Kindheit in Ihr Ideal mit den entsprechenden Folgen auf heute und auf Ihre Zukunft. Ja, das ist also auch wieder sehr augenöffnend, sich bewusst zu machen, dass Energie nicht aufhören kann zu wirken, aber wir können sie wandeln. Also das ist ja einfach der Energieerhaltungssatz, kennt jeder aus der Physik. Energie kann nicht sich auflösen, sie wird nur gewandelt und das können wir natürlich machen, energetisch. Und das ist natürlich die wunderbare Möglichkeit, die vielen gar nicht bewusst ist. Und der einfachste Weg, ab jetzt dann in eine ideale Vergangenheit zu schaffen, denn das, was Sie heute erleben, ist ja morgen schon Vergangenheit. Das heißt also, Sie produzieren in jedem Moment Vergangenheit und deswegen machen Sie sich am besten zur Gewohnheit, jeden Abend den vergangenen Tag in sein Ideal umzuerleben. Und erleben Sie, wie allein dadurch Ihr ganzes Leben immer idealer wird. Ganz einfach, weil aus der Vergangenheit nur noch ideale Energie in Ihr Leben wirkt. Und das ist ganz einfach, das können Sie jederzeit tun. Das macht sogar Spaß. Und Sie können so Ihr ganzes Leben neu erfinden und verursachen damit ein ideales Leben. Das ist erfolgreiches energetisches Management und angewandte Lebenskunst. Das heißt, das Imaginieren vom Ergebnis aus ist der Anfang aller Wunder. Und das Leben wartet nur auf Ihre Anweisungen. Ja, und den Tag oder auch die Dinge umzuerleben, da sehen wir wieder, da müssen wir den Verstand überschreiten, denn der wird immer den Einwand haben, ja, das war so ja nicht. Aber das ist tatsächlich so, wenn wir bewusst sind, wer wir wirklich sind, haben wir die Möglichkeit. Und wenn wir noch im Verstand identifiziert sind mit dem Ego-Verstand, ist diese Möglichkeit noch nicht offen. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir alle negativen Energien möglichst sofort umwandeln. Also zum Beispiel, überlegen Sie mal, ob Sie sich gelegentlich noch ärgern. Und da werden die meisten sagen, ja, kann man ja gar nicht vermeiden. Gibt nun mal ärgerliche Situationen. Gibt es eben nicht. Es gibt nur Situationen und Ereignisse und Umstände und die sind vollkommen neutral. Erst Ihr Urteil macht daraus eine ärgerliche Situation. Aber der Ärger löst ja das Problem nicht. Das heißt also, Ärger macht alles nur noch Ärger. Wenn Sie hinterher hinschauen, dann sehen Sie, dass worüber Sie sich geärgert haben, das ist noch unverändert da, genau wie vorher. Sie könnten sich gerade wieder ärgern. Das heißt also, Ärger bringt ja gar nichts. Der hat nur Nachteile. Der verdirbt Ihnen die Laune, die Nerven, den Schlaf, den Appetit und so weiter und löst kein Problem. Also finden Sie einen weisen Umgang mit einer ärgerlichen Situation. Können wir gerade mal machen. Nehmen Sie mal irgendeine übliche ärgerliche Situation. Hast du gerade eine parat? Ja, wir nehmen immer das mit dem beinahe geschehenen Unfall, ja, wo jemand die Vorfahrt einnimmt und man vielleicht beinahe auffährt. Ja, die meisten würden jetzt in Stress geraten erstmal und dann sich ärgern und schimpfen über den, der da weggefahren ist und sich gar nicht drum kümmert. Um den beinahe Unfall. Aber wie gesagt, das belastet sie energetisch, hat also nur Nachteile.
Wie wäre denn jetzt ein weiser Umgang mit so einer Situation? Ganz einfach, indem ich mir bewusst mache, klopfe mir auf die Schulter, sage: Donnerwetter, damit musste ich doch jetzt überhaupt nicht rechnen. Und trotzdem habe ich schnell und richtig reagiert, habe einen Unfall für uns beide vermieden, auch für den, der da weitergefahren ist, und viel Lauferei mit der Werkstatt, Ärger mit der Versicherung, Wertminderung am Auto, Ausfall, alles ein Haufen Probleme, alles vermieden durch meine schnelle und richtige Reaktion. Und freue mich noch eine ganze Weile über meine schnelle und richtige Reaktion. Und was machen wir normalerweise? Der Ärger flaut dann ein bisschen ab, aber wenn wir am Ziel sind, dann erzählen wir dem: Stell dir mal vor, was mir eben, weil ist doch einer, also rücksichtsloser war und so weiter. Erzählen wir dem alles und wärmen den Ärger nochmal auf. Und wenn wir dann abends nach Hause kommen und unser Partner fragt: Na Schatz, wie war dein Tag? Dann fällt es uns wieder ein und wir wärmen den Ärger nochmal auf. Und das ist so ziemlich das Albernste, was man mit einer sogenannten ärgerlichen Situation machen kann. Und jetzt machen wir es umgekehrt. Sie freuen sich also über Ihre schnelle Reaktion. Und wenn Sie am Ziel sind, dann können Sie sagen: Stell dir vor, was eben passiert ist. Aber ich habe unglaublich, da kannst du ja nicht überlegen, ich habe unglaublich schnell richtig reagiert, einen Unfall vermieden für uns beide. Und Sie freuen sich noch einmal. Und wenn Sie abends nach Hause kommen und Ihr Partner fragt Sie und Sie erzählen es ihm, freuen Sie sich noch einmal über Ihre schnelle und richtige Reaktion. Das wäre ein weiser Umgang mit der gleichen ärgerlichen Situation. Und das sollten wir uns zur Gewohnheit machen. Und wann immer Ihnen wieder eine ärgerliche Situation begegnet oder auch nur einfällt, dann schalten Sie sofort um. Wie wäre denn jetzt eine ideale Reaktion, ein idealer Umgang mit dieser Situation? Und ideal heißt immer, was führt zu einer Lösung oder zu einer Verbesserung der Situation? Und das machen Sie mit allen negativen Energien, zum Beispiel sich Sorgen machen. Hören wir allein auf die Weisheit der Sprache: Ich mache mir Sorgen. Das meiste von den Sorgen, die ich mir mache, passiert überhaupt nicht. Der Verstand denkt sich nur aus, das könnte passieren, und dann mache ich mir Sorgen darüber und versuche, eine Aufgabe zu lösen, die gar nicht existiert, möglicherweise. Also das ist nicht der ideale Umgang, sondern sorgen Sie einfach dafür, dass Sie sich keine Sorgen machen brauchen, indem Sie die richtigen Ursachen setzen. Und das wiederum nehmen Sie wahr im Jetzt, tun gleich das Richtige und vermeiden damit, sich Sorgen machen zu müssen. Und so lösen Sie alle negativen Energien auf, negative Gedanken, negative Gefühle, aber auch negative Überzeugungen, und entstressen so praktisch Ihr ganzes Leben und erkennen auf einmal als erwachtes Bewusstsein, sind Sie eine lebende Ursache für die natürliche Harmonie und Fülle des Lebens, und Sie leben konfliktfrei ein erfülltes Leben ohne besondere Ursache. Also am besten erinnern Sie sich, wer Sie wirklich sind, denn das sind Sie ja schon die ganze Zeit. Sie brauchen sich ja nur erinnern, Sie müssen das ja nicht werden. Sie erinnern sich nur: Ich bin, machen wir es gleich jetzt, ich bin vollkommenes, ewiges Sein. Ich war immer und werde immer sein. Ich bin. Ich bin ewig. Ich bin unsterblich. Und dann leben Sie ab jetzt bewusst als Unsterblicher ein konfliktfreies Leben. Ja, danke für diesen Mini-Urlaub innehalten. Und wie du so immer so schön sagst, Ärger ist ja eine Kinderkrankheit. Und wir kennen das ja auch als Kind, stampft man auf den Boden, bis dann einer kommt und das für mich löst. Das ist natürlich kein erwachsener und auch kein erwachter Umgang. Also diesen weisen Umgang, nicht mehr den Ärger wieder aufwärmen, sondern die Freude wieder aufwärmen, wenn ich es dann nochmal erzähle und gewandelt habe. Und
Ja, das sind natürlich die wunderbaren Möglichkeiten, auch mit den Sorgen, die wir uns machen. Der Verstand denkt, ich muss an alles, glaubt, ich muss an alles denken, aber wir müssen es ja nur richtig verursachen, nicht an alles denken. Ja, und viele Erwachsene haben ihre Kinderkrankheiten eben nicht geheilt. Das heißt, sie haben als Kind gelernt, wenn irgendwas mir nicht gefällt in meinem Leben, dann schreie ich und dann kommt die Mutter und bringt das in Ordnung. Und sie brüllen ein Leben lang rum, wenn was nicht in Ordnung ist. Ja, das löst zwar nicht die Probleme, aber bringt die Umgebung auf Trab und die bringt das in Ordnung. Und solange das funktioniert, brauchen sie ja die Kinderkrankheit nicht heilen. Brüllen sie also weiter rum. Aber das ist natürlich keine Lösung. Irgendwann sollten sie erwachsen werden und das nicht mehr tun. Und was zu tun ist, ist ganz bewusst einzutreten und zu leben in der eigenen natürlichen Vollkommenheit. Denn Vollkommenheit ist der natürliche Zustand ihres wahren Wesens. Sie brauchen also nichts tun, um vollkommen zu werden, nur sich wieder an die Wirklichkeit ihres wahren Seins zu erinnern. Und das geht ganz einfach. Fangen Sie sofort an, hören Sie nie wieder auf, tun Sie einfach das, was Sie gerade tun, ganz gleich, was es ist, so vollkommen wie möglich. Und erleben Sie, wie allein dadurch Ihr ganzes Leben immer vollkommener wird. Und lassen Sie nach und nach alles Unvollkommene los. Und wenn Sie das letzte Unvollkommene losgelassen haben, erleben Sie erstaunt, Sie sind wieder bewusst vollkommen. Was Sie die ganze Zeit schon waren, Sie hatten es nur vergessen und haben sich unvollkommen verhalten. Also, wenn Sie wollen, ist das jetzt Ihr Eintritt in Ihr natürliches, vollkommenes Leben, indem sie sich bewusst machen, das ist mein wahrer Zustand und ich versuche gar nicht, mich zu übertreffen oder besonders gut zu sein. Nur das, was ich gerade tue, tue ich so vollkommen wie möglich. Ja, und loslassen ist auch der Weg zur Vollkommenheit, wie du sagst, wenn ich das letzte Unvollkommene losgelassen habe. Aber auch einfach das, was ich gerade tue, so vollkommen wie möglich tun. Fragen viele, was bedeutet das? Also wirklich vollkommen da sein, nicht in Gedanken. Also in vollkommener Achtsamkeit kann man sagen. Und ja, dann können wir ein Wunder erleben. Denn wie du sagst, wir müssen ja nicht vollkommen werden. Wir sind es, wir haben es nur vergessen. Und dieser bewusste Wiedereintritt, das ist ja auch Sinn. Hier, ja, diese Inkarnation. Ja, und eigentlich kann ich gar nicht eintreten, weil ich ja nie rausgetreten bin, sondern es ist nur eine Erinnerung an die Wirklichkeit. Und dieses Erwachen zu sich selbst ist das einzig Wesentliche im Leben und der Beginn des wahren Lebens. Aber Erwachen ist eben kein Bewusstseinszustand, in den ich eintreten kann, weil ich nie draußen war, weil es ja kein Draußen gibt. Das heißt, plötzlich ist nichts mehr zu entscheiden. Ich tue gleich das Richtige, was ich wahrnehme und erkenne, das ist mein wahrer Zustand. Und ich bringe dieses erwachte Bewusstsein immer mehr in meinen Alltag und lebe bewusst als Buddha-Bewusstsein. Mein Alltag wird immer vollkommener. Und die Illusion des Ich ist nur noch eine ferne Erinnerung an früher, aber sie sind zu sich selbst erwacht und leben und handeln ständig im Mastermind als der, der sie sind. Das heißt also online sein, ständig. Machen wir das gerade noch einmal praktisch, ganz einfach. Sie sind die ganze Zeit ein ungetrennter Teil des Einseins. Es geht also wieder nur um Erinnerung, ja. Ich öffne in der Imagination mein Scheitelchakra, das heißt den höchsten Punkt meines Kopfes. Die Chinesen nennen das das Tor des Himmels. Ich öffne also das Tor des Himmels und bin wieder ganz bewusst eins mit dem Ursprung, der Quelle, dem einen Sein. Und lasse mich
von der universellen Weisheit führen. Und wenn ich bereit bin, bleibe ich ständig online und erkenne laufend, was zu tun ist, und Leben wird auf einmal ganz einfach. Es ist nichts mehr zu entscheiden. Ich nehme einfach wahr, was jetzt stimmt. Stress kann nicht mehr vorkommen. Konflikte gehen nicht mehr. Und damit haben Sie Ihre geistige Geburt und Ihre individuelle Evolution vollendet und leben bewusst als Unsterblicher, der Sie ja sind. Und damit sind alle menschlichen Probleme, Mangel und Leid, nur noch eine ferne Erinnerung. Denn Bewusstsein hat keine Probleme, kennt kein Leid. Und Sie spielen bewusst und genießen das Spiel des Lebens. Ja, also wir sehen, das Leben im Mastermind ist das Leben in der Leichtigkeit des Seins, konfliktfreies Leben. Und wie du so sagst, wenn ich bereit bin, bleibe ich online. Viele glauben ja, ich muss dann diese Verbindung wieder trennen. Ja, da gibt es ja einige, die das so machen, aber warum sollten wir das tun? Einfach ständig eins mit dem einen zu leben, das ist natürlich dann die Leichtigkeit des Seins. So sollten wir das machen. Ja, das heißt also, ständig in der universellen Wahrnehmung sein und leben und handeln im Mastermind. Und plötzlich ist Leben ganz einfach. Ich lebe wieder bewusst als Welle auf dem Ozean des einen Seins. Lebe bewusst in meinem vollkommen gesunden, ewig jungen, wahren Lichtkörper, der mich durch alle Inkarnationen begleitet und in dem ich ohnehin ständig lebe. Aus dem kann ich ja nicht raus. Das ist mein wahrer Körper. Ich erinnere mich also nur wieder an die Wirklichkeit. Aber ich sollte meinen Lichtkörper aktivieren. Der schläft normalerweise und ich aktiviere ihn durch Lichtnahrung. Das heißt also ganz einfach, ich atme weiterhin natürlich bewusst Luft, das braucht mein physischer Körper, aber richte meine Aufmerksamkeit darauf, dass ich mit der Luft Licht atme. Können Sie gleich machen, fangen Sie gleich an, einmal Licht zu atmen, einfach indem Sie Ihre Aufmerksamkeit darauf richten. Ich atme also weiter ganz normal Luft, aber ich atme auch Licht und merke, wie ich damit meinen Lichtkörper aktiviere, wie der aufwacht, wie der aktiv wird. Ich aktiviere damit mein Superimmunsystem, aktiviere damit meine vollständige DNA und damit meine natürlichen Talente, Fähigkeiten und Kräfte. Also ich werde mit jedem Atemzug immer lichtvoller und aktiviere so auf diese Art meinen Lichtkörper und lebe wieder in meinem Lichtkörper und lebe bewusst als das eine Sein, und das verändert sofort mein So-Sein und damit meine Realität, sodass ich nur noch Menschen, Dinge, Ereignisse und Situationen in mein Leben ziehe, die meinem erwachten Bewusstsein entsprechen. Und damit trete ich ein in ein ganz neues Leben. Ja, und wie du sagst, das sollten wir uns auch immer wieder bewusst machen. Es ist nichts, was wir erreichen können, was der Verstand oder das Ich erreichen kann, sondern es ist ein Erinnern. Du schreibst es ja mit Bindestrich, also den Verstand zu überschreiten und zu erinnern, wer ich wirklich bin. Genau wie dieses Beispiel mit dem Millionär, der sein Gedächtnis verliert bei einem Unfall und dann ja nur noch das hat, was er in der Tasche hat, glaubt er. Er muss sich erst wieder erinnern, wer er wirklich ist. Ja, er war ja die ganze Zeit Millionär, aber solange er es vergessen hat, kann er nicht darüber verfügen. Und dann ist er arm dran, im wahrsten Sinne des Wortes. So aber erlebe ich mein Bewusstsein, ist die Unendlichkeit des einen Seins, des Ursprungs, der Quelle. Und in diesem Bewusstsein gehe ich von nun an durch mein Leben. In diesem Bewusstsein erfülle ich meine Aufgabe. Und in diesem Bewusstsein lebe ich bewusst im Hier und Jetzt, als Botschafter der Vollkommenheit, der Weisheit und Liebe des Allerhöchsten. Und ein Konflikt ist nicht mehr möglich. Die Frage ist nur,
sind Sie bereit? Ich meine jetzt. Dann hat es gerade begonnen. Das faszinierende Abenteuer Ihres wahren Lebens. Ja, danke, lieber Kurt, für diese hilfreichen Zauberworte. Wunderbar. Fassen wir nochmal zusammen, wie immer am Schluss. Also, Sie prüfen dabei bei der Zusammenfassung, ob Sie diesen Schritt vollzogen haben oder ob da noch etwas zu tun ist, damit wir nichts übersehen und wirklich jeder Schritt vollendet wird. Alles, was geschieht, ist vollkommen neutral. Ein Konflikt entsteht erst durch ein Urteil des Verstandes und ist in Wirklichkeit eine Chance zum Besseren. Ein Konflikt kann auch durch Stress entstehen. Sobald Sie aber als bewusster Beobachter Ihren Körper und Verstand beim Leben zuschauen, sind Sie in der Wahrnehmung und erkennen, dass jetzt immer nur eine Sache zu tun ist und Stress ist nicht mehr möglich. Und auch in der Beziehung gibt es keinen Konflikt mehr, sobald Sie akzeptieren, dass der andere, der Partner, anderer Meinung sein kann, wahrscheinlich ist. Lassen Sie einfach aus dem Ich und Du ein Wir werden und erkennen Sie so den gemeinsamen Weg, die Lösung, denn ein Wir kann gar nicht mehr unterschiedlicher Meinung sein. Und heilen Sie auch Ihre Vergangenheit und Kindheit, indem Sie sie energetisch umerleben. Das Ereignis können Sie nicht ändern. Das spielt aber keine Rolle. Das ist ja sowieso Vergangenheit und vorbei, kommt auch nie mehr wieder. Was jetzt noch wirkt, ist nur die Energie. Und die können Sie jederzeit umerleben. Und erleben es so, wie es hätte gewesen sein sollen und verbinden das mit einem starken Gefühl der Freude, der Erleichterung, der Dankbarkeit. Und gewöhnen Sie sich das Ärgern ab durch die Erkenntnis, dass es keine ärgerlichen Situationen gibt. Es gibt nur Aufgaben, Möglichkeiten, Chancen zum Besseren. Lösen Sie so alle negativen Energien auf und leben Sie bewusst in der eigenen natürlichen Vollkommenheit, einfach indem Sie alles so vollkommen wie möglich tun. Allein das wird Ihr ganzes Leben verzaubern, lässt Ihr ganzes Leben immer vollkommener werden. Und am besten bleiben Sie ständig online und lassen sich von der universellen Weisheit führen und treffen so nur noch richtige Entscheidungen. Können Sie sich vorstellen, wie dramatisch sich Ihr Leben ändert, wenn Sie ab jetzt nur noch richtige Entscheidungen treffen? In Ihrem Beruf, in Ihrer Beziehung, in Ihrer wirtschaftlichen Situation, in Ihrem ganzen Leben. Und damit haben Sie Ihre geistige Geburt und Ihre individuelle Evolution vollendet, leben und handeln ständig im Mastermind. Und damit sind Sie auch im reinen, folgenlosen Tun, weil kein Eigenwillen mehr da ist, weil kein Ich mehr da ist. Und Sie schaffen damit kein Karma mehr und sind endlich frei. Ihr Bewusstsein ist die Unendlichkeit des einen Seins. Und ein Konflikt ist nicht mehr möglich. Und dann hat es gerade begonnen, das faszinierende Abenteuer Ihres wahren Lebens. Willkommen zu Hause.